Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Minecraft-Server-Vorstellung. Wir spielen heute auf dem sgpggb.de Server. Ihr seht Multiserver 1.16.3, 1.16.4. Hier sieht man schon einiges. Eco City Build Event Creative Games Vanilla. Link zur Internetseite sowie die Server-IP findet ihr wieder in der Videobeschreibung. Ganz kurz, wir können ja schon mal drauf joinen und uns die Lobby angucken. Ja, Weihnachtszeit. Ihr seht's, ich nehme das alles im Dezember auf. Ich möchte mich freischalten. Noch nicht. Drei Fragen zum Regelwerk beantworten oder die Freischaltung oder das Freischaltungswort in den Regeln auf der Homepage finden. Infoschild rechts, also das dort. Auf jeden Fall, bevor wir hier irgendwas machen. Es gibt einen Wirtschafts- und Citybuild-Server. Kaufen und bebaue eigene Grundstücke. Verwalte dein Grundstück. Gestalte dein Grundstück. Ist klar. Man kann bis zu 4 Berufe parallel ausüben. Ist, ja, gewöhnungsbedürftig. Ich bin eigentlich so eher für einen Beruf pro Person. Es gibt ein Handelssystem, ein Lottosystem, Shopsystem. Kann man auf dem eigenen Grundstück oder im Einkaufszentrum eröffnen. Baue eigene Mobfarm. Interessant, das darf man auch nicht auf jedem Server. Errichte Farm zur Ausübung deines Jobs. Gründe eine Gilde. Okay. So, es gibt Farm-Server. Es gibt Event-Server mit Skyblock, Bedwars, Hunger Games, Sniper, OX-Event und vieles mehr. Es gibt einen Game-Server mit Minesweep, Hide-and-Seek, Survival-Games, verschiedene Warzones, Free-Build-Server, ein Vanilla-Server, ein Skyblock-Server und. So, das dazu. Ich möchte mich freischalten. Hier die Regeln. Die werde ich jetzt mal ganz kurz aufrufen, denn ich muss mich ja freischalten, um spielen zu dürfen. Vorwort, die für Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet sind, bla bla bla. Chatregeln, Bauordnung, Handelsregeln, Sonderregeln für Farmserver, Sonderregeln, Spiele auf Servern. So, willkommen auf hier die Regeln. So, wie mache ich denn das jetzt? Portal auf der rechten Seite beachten. Oh, nice, nice. Mit RS Start. Wie bekommst du bei uns dein erstes Grundstück? Mit / Grundstück. Irgendwie fehlt mir hier was. Für was ist das RS Start? Unbekannter Befehl. Aha, okay. Okay, wir gehen mal Grundstück. Ja. Okay. Hä? Okay. Ein Cheating Bug Bug Using erlaubt? Natürlich nicht. Mit der Eingabe des Freischaltungswortes Minecraft stimmst du den Regeln zu. Aber ohne sind nur Minecraft. Okay. So, wir sind freigeschalten und in der Lobby. Jetzt geht's los. Ich tue ganz kurz die Wiki schließen.
Hier. Ich habe keine Start-Items. VIP-Hilfebereich, EKZ-Stätte, Themenstätte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehenswürdigkeiten, Multiserver-Gildne. PvP, Farmwelt, Freebuild. Okay. Vorneweg, es ist zur Weihnachtszeit. Es ist nicht übertrieben, außer die ganzen Eisblöcke. Die müssen nicht unbedingt so hardcore vertreten sein, denn die Bäume gefrieren nicht im Real Life. Der Server besteht seit 6 Jahren. Ist eine sehr lange Zeit. Es ist ein Multikulti-Server, aber ich glaube, hier ist es hauptsächlich deutsche Spieler, wenn mich nicht alles täuscht. Er spielt auf der 1.16.3, 1.16.4. Ja genau, seit 18. September 2011 gibt es ihn. Das sind sogar 9 Jahre mittlerweile. Holy. Also, top. Der hält sich lang. Es gibt ein Team Speak Server, den werde ich aber nicht verlinken. Den könnt ihr euch dann auf der Homepage suchen, den Link. So, okay, Lobby auf jeden Fall ein Stern, bis auf die Bäume. Eigentlich dürfte es nur einen halben Stern geben, weil ich hasse diese Armor Stands. Nein, es gibt ein NPC-Plugin, wo man mit NPCs interagieren kann. Warum? So, hier ist die Farmwelt. Die gucken wir uns jetzt mal... Hallo? Ah, wir gucken uns mal die Farmwelt an. Es wird gesagt, dass die jeden Monat resettet wird. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Denn, wie gesagt, ich kann mir nicht alles merken. Hier stellen wir die regelmäßig neue Welten zur Verfügung. Die älteren bereits bebauten Welten bleiben, bla bla. Das war der Freebuild-Server. Nein, ich suche die Farmwelt. Hier, normale Farmwelt für alle Spieler mit regelmäßigen Reset alle 2 Wochen. VIP-Reset alle 4 Wochen. Okay. Das heißt, man dürfte sich hier nie ausloggen. Und tschüss, ich habe keine Rüstung, gar nichts. Das ist auf jeden Fall nicht gut, wenn dort Mobs kommen. Und ne, ich dachte, hier wäre schon der nächste. Farmwelt. Ja. Ist das ein Bot? Lul, Tatsache. Shit. Ich würde gerne mit dem Bot mal eine Runde interagieren, ohne dass mir hier so ein fucking Kobold auf den Pisser geht. Komm. Spür die Faust Odins. Oder auch nicht. Ah! Ah! Babygnom! Ah! Babygnom, Hilfe! Es tut mir leid. Ich kann nichts dafür, dass hier Nacht ist. Oh, lasst mich doch in Ruhe. Ich muss ganz kurz zur Lobby zurück. Es tut mir leid. ja, das war ein sehr guter Auftakt, um die Farmwelt kennenzulernen. Gut, Farmwelt, kreativ, das ist genau mein Ding, einmal aktivieren. Ihr seht, die Portale sind gehabt wie bei Stargate. Das Wasser kommt raus und wieder zurück. Und ja, alte FB-Welten. Ich kann fliegen, man wird direkt in Krea gesetzt, das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann wollen wir mal gucken. Was ist das? Ein Engel. Noch ein Engel und ein Teufel. Ja.
Ich sag nichts dazu. Dazu sage ich auch nichts. Die Plots sind auf jeden Fall sehr groß. PC Gamer 45. Schön, dass du einen Plot hier hast und nichts gebaut hast. So eine Leute mag ich überhaupt nicht. Ja. Was ist hier entstanden? Der hat zwei Plots zusammengefügt. Sogar viere. Holy. Läuft bei dem. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus, was der hier gebaut hat. Also ich muss sagen, der... oh, Yggdrasil? Der Baum ist noch nicht fertig. Ich will ihn sehen, wenn er fertig ist. Da steht auf jeden Fall fest. Ich will sehen, wenn der Baum fertig ist. Wem gehört denn der Plot? Da vorne steht der Name. Tut mir leid, dass ich jetzt so abschweife, aber das sieht wiederum richtig geil aus. Lieber Sabumsebine. Was? Sabumsebine. Okay, liebe Sabumsebine. Schreibt mir bitte unter das Video, wenn der Baum fertig ist. Ich möchte ihn sehen. Ich will ihn unbedingt sehen. Er erinnert mich sehr stark an die nordische Mythologie, an die Escheneide Yggdrasil. Also, ich will das sehen, wenn das fertig ist. Crea-Server, top. Damit hat man mich immer. Jetzt geht's weiter. Wir gucken nochmal in die Farmwelt. Ich will mit dem NPC agieren. Hier unser Stargate-Portal. Ihr habt es gesehen, die Lichter gehen auch an. Es ist immer noch fucking Nacht. Hallo, Fortschritt. Farm 49 Glowstone 0 von... Okay, es gibt auch Quests. 0 Questpunkte. Du hast derzeit 0 Questpunkte. Ja. 0 von 5 benötigten Quests abgeschlossen. Okay, man sieht... Es gibt Bots, also NPCs, mit denen man interagieren kann. Und es gibt ein Quest-System. Das gefällt mir sehr gut. Und da kommen schon wieder die nächsten. So. Quest-System, da bin ich immer dabei. NPCs, sowieso, mit denen man interagieren kann. So, das haben wir. Sehenswürdigkeiten. Was haben wir denn hier? Macht das Portal an. Warum fehlen mir drei? Ach, noch von vorhin, okay. Okay, das gefällt mir überhaupt nicht. Ist wieder weihnachtlich eingerichtet. Das sieht gut aus. Aber alles im allen... Kann man sich hier so einen Plot holen und bebauen oder nicht? Das ist jetzt meine nächste Frage. Denn es sieht mir nicht so aus. Das würde mich jetzt mal interessieren, weil dazu steht eben auch nirgendwo was geschrieben. Ne? Ja, hier laden die Chunks einfach mal nicht. Ah, jetzt so langsam. Ja, was soll ich sagen? Hallo? Also, dieser Teil des Servers gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Denn es ist ein reines Durcheinander. Hier ist einfach ein fettes Loch drin. Es wurde gerade einfach so hell. Ich habe meine Render-Distanz auf 16 gestellt. Er rendert mal wieder nur Standard 8. Und das da vorne zum Beispiel ist alles zu viel auf einen Haufen. Dadurch leckt natürlich auch der Server. Mein Ping, ihr seht, 20 Millisekunden ist eigentlich top. Also es dürfte...
keine Probleme geben. Es ist einfach zu viel auf einer Stelle gebaut. Dieser Teil des Servers gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Da waren wir. Mein 2, wir gehen in mein 1. Lobbyzufall, bla bla bla. Wir schauen. Hier steht wieder so ein Kack-Armor-Stand. Hier überall. Das gefällt mir nicht. Herzlich willkommen in Abydos. Besonderheiten: Steinmauern können nicht als Grundstückumrandung erworben werden. Okay. Ja. Standard wie bei jedem Server. Ich krieg erstmal Speed. Das ist nice. Aber wie gesagt, Standard wie bei jedem Server. Es ist eine reine Flatmap, auf der man bauen kann. Gefällt mir nicht. Da bin ich eher der Default-Typ. Aber hier kann man sich wohl Grundstücke holen. Ist das hier noch frei? Nein. Oder? Nein, ist nicht frei. Tabula Rasa, noch irgendwas. Ja, man sieht es auch. Hier ist mit World Edit gearbeitet worden. Schneebiom, keins. Schnee, keins. Schnee, keins. Das sieht man richtig gut. Ja, diese Armor Stands, wie gesagt, die gefallen mir persönlich überhaupt nicht. Deswegen werden wir auch bei Main 2 nicht reingehen. VIP Event. Ja. Wir schauen uns noch den Event Server an und dann habe ich soweit hier alles gesehen. Was gibt's? Leck. Sehr nice. Das gefällt mir gar nicht. Es tut mir leid, falls sich hier einige auf den Schlips getreten fühlen, aber warum muss man immer so hart übertreiben? Herzlichen Glückwunsch an unsere Eventgewinner in dem aktuellen Monat. Bla bla bla. Ja gut, das ist nice, dass die so ausgestellt werden. Vielen Dank an alle ehemaligen Leiter. Okay. Mein Sweeper, bla bla bla. Hier steht wohl überall drauf, was es gibt. Ihr müsst mich ganz kurz entschuldigen. So, da sind wir zurück nach dem kurzen Cut. Es tut mir leid, aber der Mensch hat Bedürfnisse, die gestillt werden müssen. Das gebe ich offen und ehrlich zu, weil es ist menschlich und freie Natur. Wer aufs Klo muss, muss aufs Klo. So, das verlasse ich definitiv jetzt, denn das gefällt mir überhaupt nicht. Wo bin ich jetzt? Bootsrennen! Nein! Aber die Portale gefallen mir. Regeln. Bootsrennen. Nein, jetzt lässt du mich mal zurück. So, ich werde jetzt definitiv zum Fazit kommen, denn ja, ich bin offen und ehrlich. Der Server, das Einzige, was mir hier gefällt, war in der Farmwelt der NPC, mit dem man interagieren kann. Das Freebuild, der Freebuild-Server, dass die Farmwelt alle 2 Wochen resettet wird, top. Ich werde mir hier nichts mehr großartig angucken. Ich werde mir kein EKZ, keine Gilden angucken, keine Themenstätte. Denn was ich bis jetzt gesehen habe, für mich persönlich, mir gefällt dieser Server nicht. Ich werde ihn trotzdem in der Videobeschreibung verlinken, sowie die Server-IP. Hier bekommt der Server nochmal ein Pluspunkt, weil alles mögliche
Chat, Grundstücke, Jobs, das ist hier so beschrieben, das ist top. Ja, hier steht es halt zu den Jobs und so weiter. Irgendwas mit 200 Votpunkten. Ich lese mir das jetzt schon gar nicht mehr durch, weil ich habe meine Meinung jetzt geäußert. Einiges ist zu sehr übertrieben. Es sieht nicht schön aus. Es gefällt mir einfach nicht. Diese ganzen dreckigen Kack-Armor-Stands müssen nicht sein. Man kann hier NPCs hinstellen, die einen Weg lang laufen. Und jetzt leckt es schon wieder, warum auch immer. Ja, weil hier einer neu gekommen ist, fängt es an zu lecken. Das ist sehr nice. 27 Millisekunden, meine Verbindung ist top. Es dürfte keine Probleme geben. Nein, nicht zu den Skins. Jetzt habe ich mich ernsthaft verklickt. So, 16 Chunks. Also, wir können auch mal ganz kurz hier reingucken. Ich habe 8 GB RAM zugewiesen. Bla bla bla. Ich spiele hier mit 130, durchschnittlich 130 FPS. Also es dürfte normalerweise gar keine Probleme geben. Das ist halt alles hier einfach nur übertrieben. Ja. Der Server gefällt mir nicht. Hier werde ich nicht spielen. Wenn ihr hier drauf spielen wollt, könnt ihr das gerne machen. Der nächste Nachteil, man kriegt keine Start-Items oder sonst irgendwas, was man auf jedem guten Server kriegt. Und wenn es nur Holzsachen wären und eine Lederrüstung, ist ja scheißegal. Aber hier kriegt man gar nichts. Nein, man spawnt sogar mitten in der Nacht auf dem... in der Farmwelt und wird da sofort attackiert. Warum? Selbst das Screenshot dauert so lange. Ernsthaft? Was haben die mit dem Server bitteschön gemacht? Das ist ja nicht mehr normal. Dass, wenn das selbst ein Screenshot so lange ladet, das ist... Ich habe mir bei Nitrado mal einen Server geholt, das muss ich euch jetzt erzählen, mit 1 GB RAM, 10 Slots, wir haben dort zu 10 drauf gespielt Minecraft. Wir haben zwischen jedem Grundstück 10, 15 Blöcke freigelassen. Wir hatten alle möglichen Portale am Spawn und nicht mal ein fucking Screenshot hat so hart lange gebraucht wie hier. Nee, also da bin ich ganz ehrlich, und wir haben auf einer Default Map gespielt und da wird ja noch mehr gerendert, die ganzen Erze, Mobs und alles. Hier hat man ja gar keine Mobs, gar keine Erze, ist einfach nur das Gebaute gerendert. Ja, gut, ich schweife jetzt gerade zu extrem vom Thema ab. Wer auf diesem Server spielen möchte, kann dies gerne tun, wie zum Beispiel das Andy. Ich werde es nicht tun, mir gefällt der überhaupt nicht. Und ja, das war's von meiner Einschätzung, also von der Skala von 1 bis 10, eine 2. Mehr würde er nicht kriegen. Wobei die 10 top ist. Ja, das war's dann mit diesem Server. Link und alles andere wie immer in der Videobeschreibung. Und wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben für den YouTube-Algorithmus. Schreibt mir Kommentare, ob ihr weiter solche Videos sehen wollt. Oder schickt mir Links von Servern, die ich euch die vorstellen soll, die ich bewerten soll. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Rockstar dance until I drop, my love is a fire.